Der Schülerzug mit einer Baureihe 24 ist pünktlich um 13.25 Uhr in Daggebüll eingelaufen. Der Zug fährt jetzt weiter auf die Mole zum Anschluss an die Fährschiffe. Der Bahnhof Daggebüll in der Form der 50er Jahre hat eine dreigleisige Gleisgruppe. Ein Gleis ist mit Bahnsteig und Empfangsgebäude ausgestattet. Ein Gleis hat ein zusätzliches Abstellgleis. Am Abstellgleis und am Durchgangsgleis sind Ladestellen vorgesehen. Außerhalb des Deiches, also in der Nordsee, ist eine Mole angelegt, die zwei Stumpfgleise hat. Die Modellbahnzüge für die Anlage Daggebüll werden in einem Vierteljahr zusammengestellt. Nach dem Umsetzen wird der Personenzug um 13.55 Uhr nach Niebüll abfahren.